Hallo ihr Lieben, heute wieder ein kurz vorgestellt. Heute aus dem Hause Schmidt das Spiel Quirkel. Ja, bei diesem Spiel solltet ihr 2 bis 4 Spieler sein. Ihr solltet 6 Jahre alt sein und eine Runde dauert 30 bis 45 Minuten. Ja, Ziel des Spieles bei Quirkel ist es, möglichst viele Punkte zu erreichen, indem ihr Spielsteine ausspielt. Ja, und das könnt ihr machen, wie ihr es hier schon in der Art seht. Ihr könnt entweder Farbe an Farbe oder halt Form an Form legen. Idealfall wäre natürlich, dadurch, dass ihr immer nur eine Reihe bedienen dürft, dass ihr vielleicht durch Auslegen eines Steines 2 Reihen bedient, automatisch. Nachdem ihr euren Spielstein ausgespielt habt, müsst ihr dann immer eure eigene Spielreihe auf 6 Spielsteine wieder auffüllen. Falls ihr keine Spielsteine auslegen wollt, könnt ihr sonst auch eine beliebige Anzahl eurer Spielsteine austauschen im Gegenzug zu 9 Steinen. Ja, und am Ende jedes Zuges, also sobald ihr so viele Steine ausgelegt habt, wie ihr in einer Reihe auslegen könnt, bekommt jeder Punkt, das wird gewertet. Ja, dabei ist zu beachten, dass man für einen Quirkel, das bedeutet, ihr habt 6 Spielsteine in einer Reihe ausgelegt, eine besondere Anzahl an Punkten bekommt. Ja, ihr braucht schon ein bisschen mehr Platz für das Spiel, da ihr halt ein variables Spielfeld habt. Also es kann sich mal in eine Richtung, mal in die andere ausrichten und es wird halt schwierig, das alles passend zu verschieben. Das Spiel dauert schon etwas länger, da man immer in verschiedene Richtungen vielleicht aufbauen möchte oder vielleicht mal des Öfteren tauscht, um halt passend entweder ein Quirkel legen zu können oder vielleicht auch an 2 Reihen anlegen zu können.